Aber bisher ja nicht so schwer, ne? Alter, du brauchst das Land zum Aufladen. Eine riesige Welle von Zombies, okay. Lol, wo ist das denn da hingeflogen? Hier so, wumm runter. Das macht nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Oh, ich krieg neue Sonnen dazu. Hammergeil. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir hier die... Scheiße. Hätte ich mir die Feuerdinger hier hingebaut, hätte ich hier noch eine... Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja, setzen wir es mal fort. Und machen eine, nach der nächsten Runde hoffentlich auch noch MG-Erbsen draus. Voraussetzt, ich krieg genug. Ich krieg genug Sonnen überhaupt. Hätte ich das doch gewusst, dass ich da noch was krieg, dann hätte ich hier jetzt nochmal. Naja. Wie auch immer. Selbst der kommt nur bis hier. Also ist ja schon eher schlecht von ihm. Okay, hier ist jetzt schon mal... Aber wohl auch nicht so schwer. Und schon wieder die zweite Runde. Ach, ist ja voll leicht. Ja, nö, ist ja echt voll leicht. Bisher. Sich das jetzt schon zu machen? Ne, ich warte erstmal. Erstmal gucken, wie weit sie jetzt kommen. Ja, aber selbst gegen die mit den Eimern, ja. Hier sind die schon tot. Ist ja nichts. Die haben ja keine Chance. Ist schon lustig. Ich verstehe echt nicht, warum die Spiele manchmal so leicht und manchmal dann doch wieder so schwer sind, weil das hier ist ja jetzt nicht so das Problem. Oh fuck. Delfine, im Ernst. Scheiße. Scheiße. Tötet sie. Das war jetzt doof. Nein! Alter! Nein!
Alter, wie die mir hier alles kaputt machen. Nein, nein, stirb. Boah, Alter. Ja, super, 275 und das wird ja tendenziell schwerer. Ach, scheiße. Hier sollen diese blöden Delfine schon mal drüber springen. Ja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ah, fuck. Wahrscheinlich essen die mit dem Helm das jetzt direkt, also die mit dem Eimer. Anstatt dass die Delfine da drüber springen, weil wenn die Delfine da drüber springen, dann sind die schon mal ein ganzes Stück langsamer. Ja, aber klar, egal. Da dürfen einfach nicht so viele im Wasser kommen, das ist doch scheiße. Hier immer schön Geld einsammeln. Ja, komm, stirb mal vielleicht auch. Hallo? Ah ja, na also. Die zielen auch immer so in so Wellen hier. Was, jetzt kommt schon wieder eine riesige Welle? Ist aber nicht so cool. Alter, da kommen viel zu viele. Komm, bitte nicht, bitte. Boah, Alter. Aber der hier wird ordentlich Schaden machen. Ja, das sieht jetzt aber ganz schön doof aus für meine Pflanzen. Ich glaube, im Wasser habe ich gleich ein Problem. Im Wasser habe ich sogar ein gewaltiges Problem. Mal die hier gar nicht angegriffen werden jetzt. Ach komm. Ach komm. Naja, egal. War jetzt nicht so die tolle Aufnahme. Auch nicht wirklich viel erreicht. Ach so, ja, die neue Pflanze. Die wir ja ganz vorhin da irgendwie bekommen hatten. Ach, das ist doch doof, dass das alles nicht so klappt, wie ich es will. Ja, es ist schon ärgerlich. Es ist schon ärgerlich. Ja, wie sieht's aus? Essen willst du? Hast du einen Pilz geworden? Lol. Der schläft jetzt. Was kann man denn da im Laden kaufen? Mit diesem Pilzgarten kannst du Pflanzen deines Sinngartens unterbringen. 30.000. Baum der Weisheit. Ja, komm, oder? Hey, das hier ist dein Baum der Weisheit. Ich hab dir etwas Baumdünger mitgebracht. Du bist sogar anderen Garten besuchen. Wie geil. Jetzt. Sagt er mir, wenn er was will? Huch, da stand doch was. Scheiße, jetzt habe ich gerade da weggeklickt. Sag's mir nochmal, Baum der Weisheit. Teile deine Weisheit mit mir. Baumdünger bitte. Ja, natürlich.
Danke, dass du mich fütterst. Füttere mich weiter, dann gebe ich dir wertvolle Informationen. Ja, mal gucken. Heißt, füttere mich auch weiter, wenn ich es nicht will, oder? Schnapper und Walnüsse arbeiten sehr gut zusammen. Kein Wunder, sie waren auf der Uni, nämlich Zimmergenossen. Aha. Wenn dich meine Meinung interessiert, hör gut zu. Pflanze 2 Reihen Sonnenblumen, das meine ich todernst. Mach ich. Wieso kriege ich jetzt solche Tipps? Das hätte ich am Anfang der Story gebraucht. Schnorchelzombies, ich hasse sie. Was ich dagegen tue? Walnüsse auf Seerosenblättern, das tue ich. Ja, ich auch, glaube ich. Manchmal zumindest. Psst, Tipp während des Spiels mal Future. Was? Tipp, dann erlebst du Zombies aus der Zukunft. Future? Während des Spiels? Das machen wir doch gleich mal. Ja, ist mir egal. Ganz normaler nur. Wieso sind die jetzt Pflicht? Von Deputy Dave ausgewählt, ja, das ist ja nett. Ich will das nochmal ausprobieren, was da jetzt passiert. Moment, das tippen wir mal ein jetzt. Das gucken wir uns jetzt mal an. LOL. Einfach nur LOL. Wie der aussieht. Das ist ja voll lächerlich. Ich werde die Runde jetzt auch nicht zu Ende spielen. Ich wollte es nur mal anschauen. Ist ja lustig. Ja, könnt ihr auch bei euch mal machen. Vielleicht auch bei anderen, so bei so Hardcore-Zombies. Die sehen dann bestimmt auch lustig aus. Ist ja lustig. Hier kommen jetzt halt nicht so spannend, leider. Ich frage mich, wenn ich das bei einem Minispiel mache, ob das geht. Zum Beispiel bei Zombotanik 2. LOL. Verarschen. Alter, was für krasse Typen da sind. Okay, das machen wir nicht dieses Mal. Das machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.